Herzlich willkommen bei Skipper 360. Mein Name ist Rudi Adelmanninger von der Seefunkschule Adelmanninger. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was ihr tun müsst, wenn einmal bei euch am Boot irrtümlich ein DSC Distress Alert, sprich ein Notalarm, abgesetzt wurde. Ich drücke jetzt da mal diesen Knopf und jetzt schicke ich einen Distress Alert, der ist schon draußen. Und wenn das ein Fehlalarm war, muss ich Folgendes machen. Ich schalte das Funkgerät aus. Das ist deswegen, weil sonst der Alarm alle 4 Minuten wiederholt wird, und wieder ein. Jetzt muss ich warten, bis das Funkgerät wieder hochgefahren ist. Dauert nicht lange. Jetzt muss ich da noch weiter schalten im Menü. Das ist bei jedem Funkgerät anders. Das müsst ihr euch einmal in der Betriebsanleitung durchlesen. Und jetzt nehme ich das Mikrofon in die Hand. Funkgerät ist auf High Power. Das Quelsch ist wahrscheinlich schon richtig eingestellt. Und jetzt sende ich All Stations, All Stations, All Stations. This is Martina, Martina, Martina. Call sign to Charlie Golf Echo 4. MMSI 23507543. I say again, MMSI 23507543. Cancel my distress alert. I say again, cancel my distress alert. Out. Aber ich habe jetzt weggeschaut, es ist ganz wichtig, dass ihr zumindest Call, Schiffsname, Callsign und MMSI aufgeschrieben habt, oder sehr häufig ist es eher auf einem Aufkleber, der neben dem Funkgerät ist. Ansonsten nehmt ein Blatt Papier, schreibt euch diese Informationen auf, sodass man das Ganze nur herunterlesen muss.